Freunde, es ist soweit. Ein weiteres 7 Girls Blind Daten ist raus. Diesmal mit Revinzeit. Oh Mann, Bro. Das wird die Hölle. Wir gehen wieder nach links unten und ich werde es wieder natürlich mitspielen, als wäre ich vor Ort. Ich bin halt nicht Single, aber für dieses Video schon. Für dieses Video bin ich Single. Für 25 Minuten und 17 bin ich Single. Let's go. Kandidatin Nummer 1, würdest du dich fesseln lassen? Es ist natürlich nur für Content. Also ich bin nicht wirklich Single. Du hast keine Angst, aber ich mache hier nichts. So, jetzt werden mal hier ein paar Bitches Hey, what the fuck? Das ist Revi. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Leider. Er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, nackt, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hi, ich bin Revi und ich bin zwischen 20 und 30 und ich bin Revi. Und wie sieht deine Traum? Ich weiß, es ist ein Gag von Revi hier, aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Leute, die ihr wahres Alter nicht sagen, ultra cringe. Ich weiß nicht, ob ich auch irgendwann in ein Alter komme, wo ich das machen werde, aber ich finde es Stand jetzt unfassbar unangenehm. Kaum Frau aus. Hübsch, nett, gut, sympathisch. Ja. Fein. Super. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, oh mein sind Gott. 100 Euro. Also viel Glück. Ich bin schon abonniert. Super, ja. Bin ready. Das Ding ist halt, Revi ist halt, also ich weiß nicht, ob das public known ist, aber Revi ist halt so eine richtige Drecksau im Bett, ne? Ich glaube, da muss man halt auch so auf der Ebene komplett matchen, sonst passt das nicht. Aber der Mann ist halt eine komplette Drecksau. Also das ist wirklich, ist public, okay? Ja, dann ist es, wenn nicht, dann ist es jetzt public. Ist mir auch scheißegal. Aber der ist auf jeden Fall, also da, wow, da weiß ich nicht. Bin ready. 7-mal Beni hinterm Vorhang, oh mein Gott. Crazy, ganz unterschiedlich. Worauf stehst du eher, auf so offene, hohe oder auf Sneaker? Okay, ist jetzt ein Take, den wieder alle hassen werden. Kann ich bitte einen Frame finden? Ja. Die hier. Also von. Okay, ich dachte, das sind Air Force. Okay, dann macht mein Take keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, ich finde Air Force sind nicht geile Schuhe. Also nicht bei Girls auf jeden Fall. Bin ich nicht so big Fan von. Ich finde, von diesen drei Schuhen sind die mittleren am besten. Auf der anderen Seite, also in meinem Kopf sind so Girls, die most of the time High Heels tragen würden, irgendwie. Weil, also, wie soll ich das sagen? Wie fasse ich das in Wörter zusammen? Ich habe das Gefühl, dass da eine Person, die würde dann gutes Aussehen dem Komfort vorziehen. Und ich finde, das ist mal okay, aber ich finde, ich finde das irgendwie komisch, wenn das immer so ist. Ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren sollte. Aber es kann halt auch sein, dass das jetzt hier ein krasses Event ist und sie dachte so, oh mein Gott, ich dress mich ab. Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Ja, also checkt ihr, was ich meine? Ruhe oder auf Sneaker? Kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, was Chad präferieren würde. Sag. Ja, Nummer 2 natürlich, klar, weiße Fußnägel. Hey, ist das so? Die Schuhe waren geil. Aber. Ja, ja, das ist komplett geisteskrank alle. Ist das bei dir auch ein Ding? Nein, nicht so sehr. Ich bin nee, so shut the fuck up. Okay. Krass, wenn man hier mal so steht, dann kann man sich gar nichts dazu denken, wirklich. Ja, aber du hast ja eine Frage. Ich frage einfach mal in die Runde, was ist das Kriminellste, was ihr jemals getan habt? Mhm. Oha, stehst du auf so ein bisschen Bett? Nein, gar nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt Steuerhinterziehung, sympathisch, dann können wir reden. So, okay, Kandidatin 1, was war das Kriminellste, was du jemals getan hast? Jetzt nochmal Stimmen hören, wichtig, ne? Stimmt. Ja. Also das Kriminellste, was ich jemals gemacht habe, das werde ich jetzt nicht nennen, weil das ist eben nicht legal. No way! Oh, aber ich bin mal ins Schwimmbad eingebrochen in der Nacht. Okay. Stell dir vor, das muss doch verjähren, so strafrechtlich relevanter steht hier. Ja. Okay, Nummer 2. Das Kriminellste, was ich jemals getan habe, war ein Kaugummi geklaut im Supermarkt. Ich möchte auch noch mal sagen, es ist nicht 7-mal Veni, nur weil alle österreichisch reden, okay? Die lügen doch alle. Na, okay, das ist wack. Reinkommst, aber ja, ich habe gestern jemanden abgestochen. So. Ehrenmord. Das Kriminellste, was ich je gemacht habe, ist Ladendiebstahl. Okay, ist schon mal stabil. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn wir so unter 5 Euro Warenwert uns befinden, klauen Frauen mehr als Männer. Gefühlt jede Frau hat schon mal in so einem Mädelsklamottenladen irgendwie so Ohrringe mitgehen lassen. Dinger, gefühlt jedes Mädel. Ich habe noch nie was geklaut. Okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich eine Pussy bin oder so. Aber ich habe noch nie was geklaut. Jedenfalls nicht on purpose. Außer euer Geld halt, aber
juckt. Right? Hast du mal was geklaut? Ja, natürlich, klar. Ja, ich auch. Ja, safe. Und so, eure Lebenszeit. Ich bin jetzt auch schon verjährt. Ich glaub, aber auch einfach so, weil man es nicht braucht, sondern einfach so für einen Kick, weißt du? So einfach, weil man Bock drauf hatte. Mhm. Ja, klar. Can relate. Nummer 4. Das Kriminellste, das ich jemals gemacht habe, ich hatte Panik vor der Polizei. Ich bin dahinter gefahren und bin einfach über eine rote Ampel drüber. Oh, sehr anständig auf jeden Fall, okay. Das ist so süß. Okay, Nummer 5. Raus. Langweilig. Ich würde sagen, Einbruch in ein Wohnhaus. Bro, what? Yo, what the fuck? Okay. Was? Okay, okay. Nummer 6. Ja, also ich habe einmal einen Lippenstift geklaut. Ey, Marsha? Ja? Was ist das Kriminellste, was du in deinem Leben gemacht hast? Was geklaut? Was war das Teuerste, was du geklaut hast? 10 Euro. Ist es gelogen? Ja, okay, sie sagt nein. Dich zu daten, oh mein Gott, kranker Gag, Leute. Kranker Gag, wow. Okay, oh. Habe ich noch nicht gemacht, aber ist cool. Wenigstens einen guten. Ich hoffe, ja, es war sehr lange her, also ich war sehr jung und dumm. Okay. Kandidat Nummer 7, was war das Kriminellste, was du jemals gemacht hast? Mir fällt da schon einiges ein, aber Sprayer. Ich habe sehr gern ja, exotische ne? Tiere. Sein. Und ich hab mal einen Fuchs aufgezogen. Bro, what the fuck? Das ist straight up crazy. Okay. Die normalsten aus Wien mal wieder rausgesucht hier. Was wäre, wenn deine Freundin zu dir nach Hause kommen würde und einfach sagen würde, ich habe einen kleinen Fuchs gefunden, den ziehen wir jetzt auf? Dann würde ich sagen, such dir Hilfe, Alter. Wüsste ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, wenn der mich jetzt nicht beißt und so, ist schon okay. Ja. Also es ist definitiv das flauschigste Fell, das ich je Ja, dann kann man das schon machen, glaube ich. Ja, ist cool. Schon süß. Dann ist cool. Hunde kommen auch von Füchsen. Ja, yeah, true. Mein Hund sieht doch aus wie ein Fuchs, das passt. Stimmt. Alright. Okay, du musst jetzt eine von den Kandidatinnen rauswählen. Das ist so schwer, man kann halt nur reinscheißen eigentlich, ne? Was sagt dein Gefühl? Aber Mani, du checkst das nicht. Akani bellt immer nur, der nervt, der läuft immer nur rum. Ey, der fuckt so ab. Teil zu treffen ist halt echt mies Asi, ne? Mega hart. Ja, vielleicht machen wir auch noch so eine Schnellrunde. Mhm. Ja, let's go. Einfach Alter. Ja, ganz schnell hintereinander sagt euer Alter. Ja. 28. 22. Alt. 22. 21. 25. 31. Ja. Ich bin so jung oder so alt, wie ich mich fühle. Raus, Digga. No joke. Raus, Alter. Mit den Lacoste-Schuhen, Junge. Holy shit, Bro. Wollen wir auf der Autofahrt erstmal eine Runde Contra K hören oder was, Alter? Raus. Ey, Digga. Oh, shit. Ja, raus mit der letzten, Digga. Findest du die Antwort gut, die letzte? Na, finde ich scheiße. Ja, finde ich scheiße. Oh mein Gott. Raus. Rare Revi-W. Echt? Ja. Okay. Digga, beste Mann, no joke. Beste Mann. Good shit. So eine langweilige Antwort. Hello. Hi, was geht? Ja, schade. Ja, du hast mich. Ja, schade, Bro. Schnell erlöst. Ja, erlöst, okay. Okay, hey. Hey, okay. Ja, geh doch bitte! Sehr guten Style. Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Tschüss! Mach's gut, ciao, ciao! Tschüss! Ciao! Brauchst du das? Nee. Okay, geil. Nein, aber ich muss ja das Alter wissen. Ist schon wichtig. Mhm. Hätte ich schon gewusst. Geil. 14? Gute Folge. Bro, was haben wir hier verpasst? Ist schon richtig. Mhm. Hätte ich schon was wäre zu jung für dich? 14? Nein, Quatsch. Cool. Nein. Kandidat 4, du kannst raus. So. Was wäre zu jung für dich? 14? Hahaha, nein, Quatsch. Bro, Digga, Mom. Yo, what the fuck? Nein, halt so, klar, 18, 19, das geht halt nicht. Okay. Also, das ist Quatsch. Also, wie alt bist du? Ich bin 30. Ah. Ja, deshalb. Also ich würde schon sagen, so roundabout 23 hört es bei mir auch so. Das habe ich auch nie verstanden. Ich bin aktuell 26. Wenn ich jetzt mit einer 18-Jährigen was haben würde, Bruder, es würde sich so criminal anfühlen. Es würde sich so anfühlen, als hätte ich so ein Bein im Knast. Ich verstehe bis heute nicht, wie es Leute geben kann, die so 50 Jahre alt sind und dann mit so einer 18-Jährigen was haben. Oder selbst mit einer 20-Jährigen. Digga, mega weird, Bro. Mega komisch. Mhm. Ja. Nächste Runde. Let's go. Auf geht's. Bruder, mit 18 macht man noch so Abi und so Ausbildung und so. Bro, what the fuck? Bist du bereit? Ich bin ready, let's go. 3, 2, 1. Okay, krass, das ja. ist super. Okay, ich finde eigentlich alles stark, glaube ich. Ich glaube, ich finde am wacksten die 3 und die 5. Ich finde 2 cool, 2 sieht fresh aus, 1...
glaube, ich finde 2 und 1 am besten, würde ich sagen. Und vielleicht die 6. Super unterschiedlich alles. Das ist sehr bunt auch. Ich habe mir auch von keinem irgendwas gemerkt. Weder Alter noch kriminelle Machenschaften oder sowas, ne? Ich finde, boah, das tut mir jetzt voll leid für das Girl, aber ich finde 5 steht einfach irgendwie nicht sexy. Also 5 ist Cristiano Ronaldo, Bro. Digga, Junge, Bruder, ist das dumm. Scheiße. Dann fangen wir wieder von vorne an. Ja. Ich weiß noch ein bisschen. Was hältst du denn von Hose Nummer 3? Die ist ja schon sehr wild. Ja, ist nicht, to be honest, meins. Ja, warum nicht? Ist mir zu bunt. Schau mich an. So. Ich bin, ja. Aber vielleicht ist es dein Counterpart. Könnte sein, so Kanarienvogelmäßig, ne? Ja, true. Ja, bringt gute Laune in dein Leben. Wie stehst du zu den Nägeln? Ich achte jetzt nicht so krass auf Hände oder Füße halt, ne? Echt nicht? Nee, irgendwie. Worauf achtest du denn? Boah, es ist wirklich jetzt echt kein Cap, viel Charakter halt. Also wie eine Person ist. Ja, du weißt ja, du guckst dich jetzt schon so an. Auf das Herz. Auf das Herz. Klar. Und klar. Gutherzigkeit. Was stehst du denn, wie findest du denn den Fitnum von Nummer 2? Auch cool. Ja, was denkst du, könnte sie machen beruflich? Könnte auch so Knast-Outfit sein, so Orange is the New Black mäßig, weißt du? Diese Overalls. Aber finde ich fresh. Ich finde Orange ist wahrscheinlich die hässlichste Farbe. Aber die Hose sieht ja fresh aus. Und die Schuhe sehen auch cool aus. Wie süß, sie lachen. Ne? Alle ja, also alle am Kichern. So. Ich finde, das ist ganz crazy, weil 1 und 2 sind ja dann doch so ein bisschen anders gekleidet als die anderen. Also die letzten beiden sind sehr klassisch und in der Mitte ist andere aber komplett unterschiedlich. Ja. Dann hast du jetzt eine Frage. Nee. Doch, die Eltern, wie gesagt, hat sich schon mal gut. Stark. Die, ja, die Marc-Eggers-Frage, soll ich die jetzt schon rausholen? Ja, Bodycount? Okay, ist ein bisschen unangenehm, aber die Frage kommt ja nicht von mir und ich kann mich da schützen, indem ich sage, es kommt von Marc. Was war der ungewöhnlichste Ort, den ihr hattet? Kandidat Nummer 1. Ja, da kommen wir jetzt wieder zum Schwimmbad zurück. Ah, Classic. Okay, das ist so eine Verbrechensserie, okay. Ja, auf einem Springturm. So ein kleiner Fetisch. Bro, what? Auf einem Springturm? Junge, schön erstmal auf dem Zehner, erstmal Doggy-Style. Ja, moin. Auf ganz lässig. Okay. Springturm, ja. Mhm. Nummer 2. Auch Schwimmbad. So ein Ding hier in Österreich, ne? Ja, oder ist nichts eingefallen und sagt einfach. Einfach gelogen, ne? Ja. Ja, vielleicht sogar schlimmere Sachen. Ja. Nummer 3. Am Flughafen in Israel, am Behindertenklo. Yo. Digga. Bro, was geht in Wien ab, Junge? Wirklich, die Leute da. Wild. That's savage. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Warum muss es das Behindertenklo sein? Das ist zwar geräumiger. Okay, mehr Platz. Ja, klar, stimmt. Ja. Macht ja auch Sinn. True. So, man hat mehr Platz, muss man sagen. Und man hat diese Griffe, wo man sich festhalten kann. Ja, aber sehr schön. Ja, genau. Komplettes BDSM-Kit da auspacken. Safe. So zwei Koffer einfach so. Los geht's. Nummer 4. In einer Kapelle. Bro. Yo, okay. Wie macht man das? What the fuck? Okay, ja. Also jetzt. Ja. Interesting, okay. Bist du katholisch? Am Papier schon. Aha. Auf dem Papier, aber halt. Mhm. War es mit dem Pfarrer? Nein, oder? Nein. Bro! Okay. Das war ein Beichtstuhl. Yo! Was? Okay, das ist crazy. Würdest du es im Beichtstuhl machen? Auf jeden Fall, natürlich, klar. Direkt. Kandidatin Nummer 5. Das Ding ist, würde er halt wirklich. Junge Revi ist so eine fucking Drecksau, Alter. Beim Wandern am Berggipfel mit einer wunderschönen Aussicht. Auch stabil. Ja, finde ich auch stabil. Das ist richtig schön, das ist ne? Süß. Ich stelle mir das immer nur so komisch vor, wenn da so andere Leute vorbeikommen, glaube ich. Ne? So, du bist dann da so dein Dinger machen. Und, dann und auch so ein bisschen buschig. Ja. So ein Gestrüpp so. Man sieht so vielleicht den Kopf rauskucken, weißt du? Naja, Kandidat Nummer 6. Wo war der ungefähr? Warum schreibt einer Paluten-Vibes? Was hat das mit Paluten zu tun? Warum schreibst du Paluten-Vibes? Wegen Wandern? Ja, aber ich glaube nicht, dass Paluten jedes Mal fickt, wenn er oben angekommen ist. Gewöhnlichster Ort, von dem du je Sex hattest? Ja, also auch im Natur, im Regenwald, in Nordaustralien. Ja, okay, sorry, oh, Mr. Crazy. Worldwide, Alter, Mr. 305. Da ist ein kleiner Akzent drin, ne? So, kannst du noch mal kurz was sagen? Ja, was sollte ich denn sagen? So ein englischer Akzent irgendwie, ne? Ja, ich komme aus Australien, ja. Du kommst aus Australien? Ja. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, auch. Aber genauso reden auch die Arzten, die so eine Woche Auslandsjahr gemacht haben. Ja, gut. Perfekt, das gute alte einwöchige Auslandsjahr, Klassiker, ja, komm, scheiß drauf. See, okay. Aber, Aussehen, Max, ja, finde ich cool, interessant, oder? Direkt interessant, ja, safe. So exotisch? Ja. Okay, auf dieser Frage musst du jetzt eine Person rauswählen. Ja, das waren halt alles ziemlich gottlose Orte, ne? Also da war einen schlimmer als der andere. Beichtstuhl war schon am krassesten. Beichtstuhl ist schon ja, am krassesten. Ja, Beichtstuhl würde ich rausmachen, glaube ich. Ja. Mich stört aber die Hose von Nummer 3 so gottlos, ich weiß nicht warum. Ja, ich will das.
Ich fühle das. Die 3 ist wirklich... Das Ding ist, es ist gar nicht das Muster. Ich finde, die sieht einfach nicht vorteilhaft aus. Checkt ihr? 5. Wo war nochmal dein Ort? Am Berggipfel mit der schönen Aussicht. Ich glaube, das ist fast schon die langweiligste Antwort, ne? Nee, finde ich nicht. Leider nicht. Okay. Ich hasse Wandern. Das war ungünstig. Ja. Dann Kandidat Nummer 5. Okay. Du kannst hervorkommen. Nee, finde ich cool eigentlich. Fand ich cool. Den anderen. Oh, hello. Hello. Hi. Ja, schade, mit dir wäre ich wandern gegangen. Ja. Schade. Warum, was denkst du? Sympathisch? Sag was Nettes bitte. Natürlich. Ja, holy shit, Bro. Riva hat ja den übelsten ersten Eindruck hinterlassen. Sie ist ja mega turned. Sie ist ja mega turned. Moin, Alter, schon einfach dicke Titten. Stark, stark. Geile Community immer wieder. Mega stark. Sehr schön. Kann ich nur zurückgeben. Ja, danke. Okay. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke, hey, das ist voll schlimm. Die sitzen jetzt alle da und schauen mich an. Ja. Die ich rausgewählt habe. Das ist ja voll der Horror. Schon asozial. Ich dachte, die gehen nach Hause. Die denken sich jetzt auch alle so. Scheiße. Okay, nächste Runde. Okay, du hast jetzt eine Person rausgewählt. Mhm. Und jetzt musst du aber noch eine auswählen. Ja, mach die Hose. Weg mit der Hose, Junge. Warum? Mann, Bro, ich weiß nicht. Ja, ist doch scheiße. Ja, so. Versteh mich nicht falsch, aber die Hose sieht für mich aus, als würde sie so beim ersten Date auf so Gamescom, aber so zu dieser Anime-Abteilung gehen, Bro. Das würde jetzt mit mir persönlich nicht matchen. Ja, ausgedacht. Du hast ja gesagt, du magst eigentlich auch so ein bisschen Adventures, ne? Mhm. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, wenn man da hingeht, aber es würde mit mir persönlich jetzt nicht matchen. Wohin würdet ihr ihn auf ein... Wäre doch mega. Ja, guck mal, mit dir zum Beispiel würde es matchen. Erstes Date mitnehmen. Oh, das ist crazy. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt Gamescom Anime. Ja. Kandidatin Nummer 1. Wo wäre dein erstes Date? Also normalerweise lasse ich die Männer aussuchen. Mhm. Jetzt musst du aber. Ja, eventuell beim Schwimmen. Wegen Schwimmbad? Das ist irgendwie so ein Ding bei dir, ne? Ich merke schon, okay? Mhm. Okay, aha. Aber sie hat gesagt, normalerweise wird sie die Männer aussuchen. Ja. Findest du das gut? Ich finde so Initiativen von beiden eigentlich ganz cool. Okay. Also ich glaube, stell dir vor, ich sag jetzt erstes Date ganz crazy falsch springen und sie sagt, ja, ich habe Höhenangst, ja, reingeschissen. Kandidatin Nummer 2. Ja, gutes Beispiel, Bro. Ich finde es aber auch cool, so Sachen auszusuchen. Also ich finde, bei manchen Sachen feiere ich so diese, also natürlich, wenn es für die Dame auch okay ist, so diese Old Standards. Bei manchen Sachen. Bei sehr wenig Sachen, aber bei manchen Sachen finde ich das schon cool. Ich finde, an diesen Old Standards gibt es so einen ganz kleinen Percentage, der ist cool. Der Rest ist ein bisschen cringe. Wenn du Initiative ergreifen müsstest, was würdest du machen? Da ich nicht weiß, was er gerne mag, würde ich mal sagen, ich würde ihn mit nach Wien nehmen und mit ihm in Wien spazieren gehen, im Ersten und im Prater eventuell. Und einfach ein bisschen Wien zeigen. Prater ist halt so ein... So ist dieser mit dem Riesenrad und sowas. Ja, ja, okay. Oh, das ist aber süß. Das ja, schon Zuckerwatte essen, dieses Lebkuchenherz und so. Ein bisschen Cheese-Pudel, ne? Ja, safe. Ja, okay. Du holst ihr noch so ein... Ich glaube, das hört sich langweilig an, aber es könnte nice sein, you know? Lieber. Ja, oh, toll. Das machen wir. Du planst echt schon weit für mich, ich merke ja, schon, ne? Engagier mich einfach als Dating-Planer. Ja, so ein Ding. Okay, Kandidatin Nummer 3. Wo wäre dein erstes Date? Wenn sie jetzt sagt, Behindertenklo. Dann komme ich nicht klar. Ich würde für das erste Date in ein Escape Room gehen, weil ich glaube, da lernt man sich ziemlich gut kennen beim Rätsel lösen und so. Warst du schon mal in einem? Ja, das ist meine Personal Hell. Echt? Stell dir mal vor, du bist mit einer fremden Person in einem Escape Room eingesperrt und versteht euch nicht für eine Stunde. Boah, ja. Digga! True, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Weil ich finde, Escape Rooms sind eigentlich ziemlich geil. Aber stell dich vor, ihr habt ein Date in einem Escape Room und ich weiß nicht, wie ihr, also vielleicht wart ihr auch noch nie, aber ich, also vielleicht wart ihr auch schon mal und ich bin in einem Escape Room, bin so mega tryhard. Wenn dann die andere Person mega hohl und nicht tryhard ist, Digga, ich würde austicken. Alter, ich würde ausrasten, no joke. Es wird mich so krank abfacken. Heilige Scheiße. Ja, das ist das doch scheiße, oder? Ich war noch nie in einem. Also man muss ja dann so, also das ist... Also die Idee ist cool. Im ja. Escape Room ficken kommt auch böse. Brandon, woher weißt du das? Du hast noch nie ein Date. Shut the fuck up. Also man muss ja dann so, also das ist... Also die Idee ist cool, ja. Aber das grenzt für mich an Geisteskrankheit. Würde ich niemals zum ersten Date machen. Ja, nein, wirklich nicht. Stell dir vor, du willst einfach gehen und dann ist die Tür abgeschlossen. Dann musst du diesen Notknopf drücken, kommt Feuerwehr und so. Nee. Oh, ja, aber wie schlimm kann ein Date sein, dass du unbedingt gehen willst? Ja, stimmt eigentlich. Naja, Kandidatin Nummer 4. Was wäre dein erstes Date? Also ich hätte so einen Tag geplant. Okay. Zuerst Virtual Reality und schauen, wer den Highscore knackt. Mhm. Und dementsprechend zahlt dann derjenige das Abendessen. Oder? Oh, what? Erstmal eine Runde VR zocken oder was? Das ist kompetitiv, das ist crazy. Ja? Das ist cool. Das passt auch gut zu dir. Ja, ja. Among Us VR. Cool. Das passt super. Okay. Und
Kandidatin Nummer 5? Ja, also ich würde jemand zum Theater einladen, weil ich kostenlose Karten bekommen kann. Sorry! Und vorher was trinken und danach auch was trinken und ja. Ja, und währenddessen auch was trinken, weil sonst kann man sich das nicht reinziehen. Nee, keine Ahnung, ich glaube, Theater ist cool, aber das ist mehr so ein, I don't know, das ist nicht so zum ersten Date. Bro, erste Date will man sich doch auch unterhalten, oder? Schau mal, was wird. Schau mal, was wird. Das passt auch zum Outfit. Ja, das stimmt. Vielleicht Schauspielerin am Theater oder sowas, ne? Ja, ist auch cool, weil es eine andere Kunstform ist. Ja, das stimmt, Würdest du, warte, wolltest du gerade sagen, dass wir Kunst machen? Nein, das kannst du nicht sagen. Super. Jetzt musst du eine von denen leider rauswählen. Ja, jetzt muss es Nummer 3 werden. Also Revi auf jeden Fall nicht. Ich gebrochen. Ja, mach die Hose weg. Das kann ich nicht aushalten. Nee. Das ist wie wenn man beim ersten Date kochen geht, so, weißt du? Das ist so, du gehst zum Fremden in die Wohnung mit dem Messer, ja? Das ist weird, so, weißt du? Boah, ich finde, erste Date kochen geht fit, aber nur, wenn man die Person irgendwie schon vorher kennt, so ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht direkt mich bei jemandem zu Hause, na, eigentlich habe ich es mit Mascha so gemacht, aber ich würde mich jetzt nicht direkt, glaube ich, so unbedingt mit jemandem zu Hause treffen müssen. So, triffst du lieber in der Öffentlichkeit, dann bist du sicher. Ja, true. Okay, Kandidatin Nummer 3, du kannst hervorkommen. Hallo. Hi. Sebastian, hi. Das passt schon gut zur Hose. Das ist ein sehr cooles Outfit jetzt wieder. Das passt jetzt auch so zusammen. Ja. Mann, er findet das Outfit überscheiße. Er sagt das einfach nur. Oh, are you all black? Ah, oh, that's cute. Und bunte Haare. Ey, aber die sieht sehr korrekt aus. Ist eine hübsche Maus, aber passt null zu Revi, Digga. Also, es macht auch wieder nebeneinander gar keinen Sinn, Bro. Bunte Haare auch. Also, das passt. Ja, schön. So ein bisschen. War guter Take, I guess. So Streamer oder E-Girl-Vibes. Findest du? Ja. Ich judge nicht, ich denke nicht in Kategorien. Aber wenn du das machst, mach ruhig. Fine. Ja. Was denkst du über ihn? Ja. Hurensohn. Ja, Dankeschön. Kann ich dir zurückgeben. Leider wird das ja nichts. Gefällt mir mit dem Schwarz, kann ich nur zurückgeben. Sie trägt komplett blau. Jawohl. Okay, tschüss. Hä? Was hat sie gesagt? Okay. Na? Schwarz. Dankeschön. Kann ich dir zurückgeben. Leider wird das ja nichts. Okay, tschüss. Hä? Okay. Okay, dann nächste Runde. 3, 2, 1, go. Alright. Okay, welches Outfit? Yo. Alle 4 Outfits krass, finde ich. Alle cool. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich nicht so triple A finde, sind die Schuhe von 4 zu dem Kleid. Das ist so semi-Porras. Aber ansonsten, ich glaube, mein Favorite ist die 2. 2 und 3 in 10. Ja, 2. Ich Noto 1, 2, 3 ist eigentlich sind alle krass. Bin gespannt, was er jetzt rausloadet. Direkt am besten. Schwer 1 und 2 wieder. 1 und 2. Ja, ich glaube, wenn ich da jetzt stehen würde, 3 ist, glaube ich, nicht so mein Body-Type. Ich glaube, die ist so für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig curvy, you know? Paul, ist cool. Ich glaube, Nummer 1 ist Bad Moms J. Tatsächlich so. Vielleicht draft sie gleich für uns. Wer weiß. Findest du das gut? Twerken? Ja, ist doch Quatsch, oder? Ich bin doch keine 12. So, ich hab gerade Rappen gefragt. Achso. Nein, Rappen finde ich cool, ja. Safe. Ja, okay. Ja. Twerken finde ich auch cool. Sie hat super lange Haare. Mhm. Dürfen Sie sich einmal rumdrehen? Geht das? Ja, jetzt willst du es. Okay, krass. Das ist wie beim Motorrad so, kennst du diese? Egal. Oh mein Gott. Digga. Oh. Das ist geil, Bro. Das sind irgendwelche Fantasien, ja, da bin ich kein Teil von. Okay, die erste Frage ist... Was ist euer Fetisch? Okay, oder generell... Interessen. Ja, was sind deine Interessenkandidaten Nummer 1? Hast du sehr schön formuliert. Auf jeden Fall Abenteuer. Abenteuer? Find's heraus. Okay, offen formuliert, ne? Ja, sehr offen formuliert. Ja. Auch ein bisschen schüchtern. Ja, man weiß nicht so, ne? Ja, aber was soll man da auch sagen? Ja, ich find's mega geil, mir den Tentakel 45 cm Ultra-Plug in den Arsch zu schieben. You know? Was soll sie machen? Soll sie gleich noch Eis.de-Link dazu raussuchen? Also es ist auch ein bisschen awkward, das dann so zu droppen. Ich das nicht so auszusprechen. Ja, das stimmt. Jemand schreibt gerade, irgendwie gibt mir Revi Anpissen-Vibes. Ja, ich glaube, Revi steht nicht auf Anpissen, aber ich glaube, wenn Revi ein Girl richtig geil finden würde und sie findet es mega geil, dann würde er sich halt anpissen lassen. Aber ich sag ehrlich, ich glaube, das würde ich auch machen. Also wenn da eine Person ist, die mir sagt, ich finde das 10 aus 10
ultra geil. Aber es wäre jetzt nicht sowas so erste Date-mäßig, you know? Aber wenn man so, man ist so in einer Beziehung oder so, dann würde das aufkommen. Ich glaube, es wäre was, wo ich sagen würde, Digga, okay, let's also try, you know? Date Nummer zwei. Fetische habe ich keine. Ich mag es, wenn der Mann weiß, was er will und mir das auch zeigt. Okay. Ja, sonst bin ich offen für Neues und alles fast. Alles fast, okay. Du hast doch so ein paar Vorlieben, oder? Ich habe keine Vorlieben. Was Mark Eggers hier gestellt hat, ist kompletter Quatsch. Das ist halt ein Lügner. Was ist mit der Schublade hinter deinem Stream? Da reden wir nicht drüber. Doch, da ist Nummer eine Schublade. Drei. Ja, Nummer drei. Ja, die kann ich nicht im Stream öffnen. Nummer drei? Ich bin noch in meiner Probierphase. Okay. Ich probiere gern Sachen aus. Ich habe auch schon diverse Sachen gemacht, wie zum Beispiel Swingerclubs ausprobiert. Also ich bin da schon ein bisschen bewandert, ja, okay, in diesen Themen. Aber ich weiß... Passt bis jetzt von dem, was sie sagt, am meisten zu Revi, actually. Halt noch nicht 100%, was genau meins ist. Das können wir herausfinden dann. Das ist doch eine, ja, richtig coole Antwort. Das ist gut, ja. Sie ist offen für alles. Ja. Sie sagt ganz ehrlich, voll, ich weiß es noch nicht genau. Wir können schauen, was wird. Bist du in Swingerclubs unterwegs? Nein. Ja, also ich glaube, dass es kein Fetisch ist, aber ich mag ankacken. Okay. Was hat sie gesagt? Kein Fetisch ist, aber ich mag sehr gern Dreier. Okay, ah, okay, 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 okay. Und meine Mama kann diese Folge sehen und sie wird kein Wort verstanden, also verstehen. Ah, das ist perfekt. Okay. Stimmt, sie ist safe, sie ist Australierin. Da kannst du direkt sagen, okay, ja. Ich kann sagen, was. Okay, du stehst auf Dreier. Ja. Welche Kombination? Denn du hast alles möglich. Alles möglich. Also alles möglich. Zwei Männer, alle Frauen, ein andere Frau und ein, okay, Mann. Crazy, ja, okay. So. Okay, du stehst, ja, aber auf. Bruder, BMW, oh mein Gott, Digga. Jungs. Lass gut sein, Bruder, wirklich. Dreier, du hast die Möglichkeit, mit diesem jungen Herrn hier einen zu haben und mit einem der anderen drei Mädels. Oh, ja, jetzt wird's wild. Nummer zwei hat sich gerade schon richtig gefreut. Oh, also vielleicht später erzähl ich euch. Okay, okay. Okay, das hätte nämlich so ein bisschen was auch ein über bisschen die was Dinge ausgesagt, ja, ne? Ja. Okay, muss jetzt leider aber einen auswählen. Ja, ist halt, boah, schwierig, ne? Nummer eins. Wie würde man da jetzt rausmachen? Das Ding ist jetzt halt, ich bin jetzt halt nicht so der Swinger-Club-Enjoyer persönlich. Aber irgendwie finde ich es auch interessant, wenn jemand da schon mal war. Ich glaube, das ist was ich irgendwann auch mal machen wollen würde. Ich glaube, es wäre auch was ich vielleicht schon gemacht hätte, wenn ich nicht Streamer wäre. Weil wenn da halt, you know, ich bin da gerade da am Machen, Bro, auf einmal kommt da irgendwie so ein Atze um die Ecke, der gerade 19 Jahre alt geworden ist, Bruder, ohne Hose, und sagt so, yo, was geht ab, du Goofy-Atze? Können wir kurz einen Pick machen? Digga. Da cringe ich mich ja komplett beiseite. Aber an sich finde ich es eigentlich cool. Ja, ich glaube trotzdem drei. Weil es einfach am wenigsten mein Hype ist. Auf der anderen Seite ist es die einzige Blonde. Fuck. Das ist schwierig jetzt hier. N2 hat super, super schüchtern, aber ich finde das Outfit echt cool, ne? Ja, ist halt schwierig, ne? Nummer 1 war halt super, super schüchtern, aber ich finde das Outfit echt cool, ne? Kann ich dich einfach nach Hause schicken? Ich nehme die. Okay. Wen von den vier müsstest du denn jetzt auswählen? So, und da wir ja hier die Liebe fürs Leben suchen, hast du ja selber gesagt, absolut, ne? Tut es mir sehr schwer, aber ich glaube, es ist Nummer 1 dann leider. Ja, okay, okay, Kandidat Nummer 1. Du kannst ja vorkommen. Hallo. Ja, sehr sympathisch. Okay. Hallo. Du bist sehr klar. Hätte aber irgendwie zu Revi gepasst, finde ich. Oh, starke Antwort. Schlagfertig. Digga, die riesen olympisches Gold da an den Ohren. Hi, 29, ja, Zoll, Bro. Crazy. Bruder. Und was hältst du von ihm? Sag nichts Schlechtes. Digga. Oh, mein Typ. Dann hat das doch gepasst. Mein Gott, Bruder. Jetzt werdet ihr Freunde. Kann natürlich sein. Vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, okay, nicht. Tschüss, danke. Mach's gut, ciao, ciao. Ja, aber die wird korrekt. Okay, es geht direkt weiter. Okay, direkt. Ja, bereust du es übrigens? Sehr nett, aber wäre jetzt auch nicht mein Typ gewesen. Okay. Krass. Hätte ich gedacht. Nächste Runde. Mhm. Du musst jetzt noch eine rauswählen. Was würde dich am meisten an den dreien interessieren? Das Gesicht. Also, nein, aber das muss jetzt, spielt ja schon mit ein, ne? Kandidat Nummer 1. Ey, no joke, no joke. Es haten immer alle auf Revi, aber es ist actually bis jetzt die beste Folge, finde ich. Die ist schon sehr, sehr witzig. So beruflich. Nein, aber das muss jetzt, spielt ja schon mit ein, ne? Kandidat Nummer 1. Was machst du beruflich? Ich bin zahnärztliche Fachassistentin. Hast du gute Zähne? Ja. Meine Homies sagen immer, es ist Red Flag. Das ist nicht meine Meinung, aber das kursiert im Freundeskreis. Aber ich weiß nicht warum. Es ist, glaube ich, based auf einzelnen Damen, die gedatet wurden. Was machst du beruflich? Ich bin zahnärztliche Fachassistentin. Hast du gute Zähne? Ja. Ich würde schon sagen, oder? Ja. Du?
Ja, doch. Ja. Haben wir, glaube ich, beide Glück gehabt. Ja. Hattest du eine Zahnspange? Ja, du auch? Ja. Ja, natürlich. Digga, ich hatte auch eine Zahnspange und ich habe die dann irgendwann rausbekommen und ich habe das Gefühl, seitdem sind meine Zähne wieder übel scheiße geworden. Mein Gott. Ja, auch immer Zahnseide wichtig. Ich habe das Gefühl, das hat so gar nichts gebracht. Hm. Achtest du da drauf bei deinen Partnern? Ja, Zähne sind sehr wichtig. Ohne ja. Zähne sind sehr wichtig sogar. Essen. Scheiße. Schwierig. Ja. Reden, glaube ich, auch. Reden auch doof. Ne? Ja. Sieht auch scheiße aus ohne Zähne. Ist alles doof. Ja. Mein Gott. Kandidatin Nummer 2. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Tierpflegebereich. Oh, das okay. ist cool. Das süß. Ist süß. Wo Tierpflege denn? Ist gut. Ich bin momentan auf der Suche. Aber davor habe ich eben auf einer Wildtierstation gearbeitet und danach habe ich in einer Tierklinik gearbeitet. Wildtierstation ist crazy, oder? Das ist cool. So Wildschweine und sowas und... Dachs und Fuchs und Marder und Tauben, ganz viele Tauben. Aber das krass. Ist süß. Ist das in Österreich so ein Ding, dass man einfach so mit Wildtieren hängt? Kandidat Nummer 3. Hängt, Alter. Ja, ich bin Opernsängerin. Jo, okay, da müssen wir auf jeden Fall was hören. Da müssen wir was hören. Okay. Kannst du eine Kostprobe geben oder ist das ein bisschen zu schwierig gerade? Also vielleicht bei unserem zweiten Date? Singt später im Video. Spoiler, oh mein Gott. Zweiten Date. Ja. Mmh. Da wird dann gesungen, ich verstehe. Ist schon am spannendsten. Okay, darauf musst du jetzt, also basierend darauf musst du jetzt eine rauswählen. Okay. Boah. Ja, ich müsste die 1 rausvoten hier. Das, alle meine Homies sagen immer das Red Flag, obwohl es safe keine ist. Aber ich müsste für die Jungs dann die 1 voten. Kein Plan, ne? Zähne, Tiere, Opern. Ganz unterschiedlich alles, ne? Ja. Obwohl, nee, Re-Rap, ich müsste die 3 voten. Die 3 passt gar nicht zu mir. Ich glaube, aber das ist auch nur so ein Gefühl. Ich glaube nur. Digga, jetzt stell dich vor, ich sag euch, hey Leute, hier ist meine Freundin, Bro. Und dann schallert die da erstmal so ein paar Operngesänge durch. Das wird ja gar nicht finden. Egal, das macht ja gar keinen Sinn. Das fast 0%. Nee, ich wusste 3 Worten. Nummer 2 tatsächlich. Okay. Ja. Okay, Kandidat krass. 2 hätte ich nicht geworden, glaube ich. Jetzt im Nachhinein. Hallo. Hi, Sebastian, was geht? Hi. Ja. Finde ich auch. Ja, aber wir können uns ja trotzdem noch connecten, ne? Ja, voll. Also das ist ja nicht das Ende. Muss nicht genau. das Ende sein. Kann auch der Anfang sein, ne? Ja. Freue ich mich. Vielleicht sieht okay, ich glaube, er findet sie hot, kann ich einschätzen gerade. Unsicher. Vielleicht sieht man sich ja, genau. Man sieht sich immer zweimal. Vielleicht mit weniger Gewand. Okay. In ihre DMs leidest du noch, oder? Nein, sie in meine. Dann, ach. Ja. Holy shit. Es ist das Finale jetzt, Finale. Ne? Crazy. Okay, hast du eine richtig gute Frage fürs Finale? Okay, wie sieht's bei euch mit Familienplanung aus? Kinder, ja, nein. Habt ihr vielleicht sogar schon Kinder? Weiß man ja nicht. Bruder, der Mann ist so alt, Digga. Er kommt mit der Frage fürs Finale. Bro, Alter, Bro, push die 40. Und werdet ihr bereit, in eine andere Stadt zu ziehen? Also, ich würde auf jeden Fall heiraten wollen. 1 bis 2 Kinder. Mhm. Und ja, ich würde wegziehen. Okay. Aber du hast noch keine Kinder? Nein, ich bin 22. Richtig. Obwohl. Wird mich das jetzt stören? Ich glaube schon. Na, nicht stören. Mehr weiß ich nicht. Ich war halt noch kein Vater. So. Man muss halt da reinwachsen, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Kandidatin Nummer 2, wie sieht es bei deiner Familienplanung aus? Ich möchte Kinder haben. Ich glaube, Familie ist sehr wichtig. Und ich würde auch mich umziehen. Also ich habe es schon gemacht von Australien. Und ich habe auch im Grunde... ich würde mich umziehen. Cool. Erstmal Jogger anziehen. Gewohnt. Ja, also ich würde einen Jogginganzug anziehen fürs nächste Date. Und ja, also es ist mir egal, wo ich wohne. ich will immer... Hahaha, sie hat sich versprochen! Nur, dass es schön ist und interessant ist und dass es geht mit meinem Beruf auch. Das ist, kann schwierig sein. Ja. Süß. Crazy. Okay, ja, die beiden sind check einfach it. So perfekt. Sie sind einfach sehr offen auch für wie viele Kinder möchtest du denn? Oder überhaupt? Ja, schon. Ich denke so 2, 3. Mhm. Aber bitte nicht, Levi. Ich würde 24 sagen, nur zu schocken, aber nee, 2, 3 reicht, glaube ich. Ich würde actually gerne so 10. Ehrlich jetzt, du bist doch jetzt schon komplett überfordert mit deinem Leben, oder? Da wächst man noch rein. Ich würde Nummer 2 so gern kurz singen hören, ne? Ja. Das wäre so crazy. Nummer 2 kannst du uns vielleicht so eine kleine Tonleiter geben. Mhm. Okay. Okay. Das wird krass. Och, ich bin nicht eingesungen. Egal. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Imagine, er unterbricht jetzt so, sagt so 2 raus. Oh, so mittendrin. Okay, aber echt gut, Digga. Snow so gut. Alter, ich hab Gänsehaut. Snow so gut, krass. Ja. Das war wirklich sehr gut. Das halt legit.
legit. Boah, das ist crazy. Ja. Das ist crazy. Das ist schon schön. Das ist sehr verrückt, ja. Das ist. Ja. Boah. Ich weiß nicht, ob es ein Common Take ist und ob alle den jetzt fühlen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt ahnen würde, wenn es jetzt so jeden zweiten Tag da so eine halbe Stunde im Wohnzimmer wäre. Und dann so der, also der Gesang. Und dann so. Und du bist gerade in der Runde CSGO am Klatschen, Digga. Alter Junge. Bruder, ich versuche gerade zu zocken, Mann. What the fuck? Digga, also, da würde ich austicken, wirklich. Krass. Das ist krass. Ja, stell mal, wirklich. Das ist Opernsängerin als Freundin. Aber hört man das jeden Tag dann? Ja, genau. Oh. Genau. Also ich kann im Theater üben. Also, okay, ja, okay. Ja, das clasht halt voll, aber es passt. Ja, der Techno-DJ und Opernsängerin, ja. Sagst du ja. Kann man noch ganz gut irgendwie kombinieren, ne? Ja, ja, ich möchte so gerne ein Projekt machen oder sowas. Das wäre cool. Oh. Jetzt ist aber echt schwer, ne? Ja, jetzt denkst du gerade an die Arbeit. Jetzt denkst du nicht an dein Herz. Ja, das stimmt. Ich denke ans Potenzial. Ja, er nimmt die 1, oder? Er nimmt die 1. Also nein, zwei ich raus. Bin gerade richtig hin und her gerissen, ne? Ich wusste auch nicht, was ist ich krass, machen sollte. Ist krass. Okay, vielleicht noch eine Frage. Ja. Kandidatin Nummer 1, würdest du dich fesseln lassen? Von Remi guckt so, als wäre es sowas, was er niemals machen würde. Was auch immer in der Schublade ist, die Remi. Yo. Jojo, damit hat Remi gar nichts am Hut. Nee, Quatsch. Ja, Nummer 2 sagt jetzt auch ja. Ich habe es nicht verstanden, Entschuldigung. Würdest du dich fesseln lassen? Oh, ja, natürlich. Oh ja, das ist sehr Zuspruch. Ja. Ja. Nice, hey, klar, natürlich, ja, klar. Ja, aber würde doch jeder, oder? Also es ist doch, also die meisten, ich glaube 99% der Menschen würden hier mit ja antworten. Ich immer fesseln. There you go. Okay, das muss jetzt aber einfach so ein Bauchgefühl sein. Ich habe aber keins, das ist das Problem. Zahnarzt, Opern. Fesseln, ja, so fesseln. Komplett crazy, ne? Ich glaube so, wenn ich jetzt so überlege, normalerweise würde ich jetzt von den Looks her wahrscheinlich Nummer 1 picken. Ja. Aber Nummer 2 ist irgendwie nochmal ein bisschen interessanter von ihrer ganzen Geschichte. Deshalb würde ich sagen, Nummer 1 muss raus. Okay, check ich aber. Wahrscheinlich, das ist eigentlich gar nicht die Entscheidung, die ich gemacht hätte. Das Ding ist halt, Nummer 2, glaube ich, kann richtig viel erzählen. Ich glaube, mit der kann man sich geil unterhalten. Die hat safe, ich meine, die kommt ja irgendwie da aus Australien und so. Ich glaube, die hat funny shit zu erzählen. No joke, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, aber man kann sich mit Remi wirklich, glaube ich, auch 10 aus 10 unterhalten. Ich glaube, dass die könnten geile Gespräche führen. Ja. Aber also ja, ich check gerade. Die Entscheidung gefällt. Nummer 1, so. Du kannst hervorkommen. Hey, oh Mann. Hello. Hey. Ja, okay. Sie weit jetzt aber auch nicht so, finde ich. Was denkst du? Nett. Nett, ja. Du hast ja immer einen zweiten. Du hast Zahnstein. Ja. Voll schön. Ja, Zahnstein. Oh, nee, Zahnstein ist es nicht, Digga. Nee, das ahne ich nicht so. Zahnstein heißt das nicht, ne? Wie heißt das? Das ist ein guter Style. Ja. Dankeschön. Zahnsteinchen, ja. Nee, das ist Quatsch. Man kann das muss nicht sagen, glaube ich. Aber nur, wenn es mit ihr nicht funktioniert. Das muss ich dann erstmal ausprobieren. Ganz genau. Okay, danke. Schön, dass du da warst. Danke dir. Tschüss. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin extrem gespannt. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Ja. Zahnstein ist was anderes. Ja, schon. Aber ich hoffe, du hast deinen Ring parat, alles. Oh, nee. Bro. Jetzt bin ich gespannt. Okay, du bist die Gewinnerin. Du kannst jetzt einfach unter dem Vorwand hervorkommen. Wie war dein Name? Carina. Oh, okay, fresher Name. Carina. Fresher Name. Mit dem Akzent. Carina, du kannst jetzt einfach unter dem Vorhang hervorkommen. Und hier ist Medicraft! Hello. Wow, okay, hi. Krass. Hi. Krass. Ja, sehr interessant. Cool. Ja, okay, check ich. Und du denkst hier? Ja, okay. Schön. Schau mal. Krass, okay. Holy shit, Alter. Boah, ich weiß nicht ganz. Boah, ich kann mir jetzt nicht gerade so vorstellen, wären die zusammen jetzt ein gutes Couple so nebeneinander? Irgendwie nicht, oder? Na dann. Aber irgendwie schon. Okay, mal gucken, wie jetzt nebeneinander aussehen. Okay, den Sonnenuntergang. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, I don't know. Schön. Okay, aber fairerweise, vermutlich hat er die beste Person ausgewählt. Geiles Video, Digga. Das war sehr witzig. Geil. Sehr, sehr geil. Gutes Video, Daumen hoch.